Stigi hier. Und der Poli ist auch da. Genau, und wir werfen jetzt einen Blick in Blackguards 2. Da hast du ja auch ein Review drüber geschrieben. Um das mal vorwegzunehmen, wie ist so dein erster Eindruck? Ich fand ja, dass der erste auch schon ganz gut war. Das ist ja für Daedalic eine relativ neue Geschichte, so ein Strategie-RPG. Und hatte deswegen auch ein paar Schwächen, aber die haben sie jetzt im zweiten meiner Meinung nach ganz gut ausgebügelt. Und für Strategie-RPG-Fans ist es definitiv ein Blick wert, ja. Die große Stärke von Daedalic ist ja auch immer das Storytelling. Und wir sehen ja hier jetzt schon in der Intro-Sequenz, da hat man sich nicht lumpen lassen, sondern tatsächlich das Ganze sehr schön inszeniert und auch sehr grausam. Die arme Katze, landen Katzen nicht eigentlich immer auf den Pfoten? Die war vielleicht irgendwie betäubt oder so, wer weiß. Das ist echt ganz schön grausam. Zumindest für Tierliebhaber. Hast du nicht eine Katze? Ja, ich habe eine Katze. Aber nachts würde ich sie manchmal auch gerne aus dem Fenster werfen. Ja, ich überspringe jetzt mal den Rest, damit wir ins Spiel kommen. Und das geht dann nämlich mit so einem Adventure-mäßigen Gespräch erstmal los, das ich jetzt auch mal einfach direkt überspringe, weil das ist erstens nicht gerade wenig und zweitens wollen wir ja auch nicht spoilern. Was man aber schon mal sagen kann, ist dass dieser Hauptcharakter, diese Cassia, dass man da sich also selbst entscheiden kann, ob die gut und böse ist. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Story und auch auf die Kämpfe. Man macht sich Feinde oder spart sich Feinde. Ja, die soll ja auch so ganz bewusst ein etwas komplizierter Charakter sein, weil sie halt in diesem Gefängnis gesessen hat und das ein bisschen so auf ihre Psyche geschlagen hat. Und das spielt dann halt auch eine Rolle später in der Story. Hier ist gleich die nächste Zwischensequenz, die überspringe ich jetzt auch mal. Gut, hier sind wir jetzt also auf dem Hauptbildschirm. Das Tutorial ist ein bisschen bieder, ne? Einfach so Texte, wo das dann erklärt ist. Ja, da ist man ja als Computerstrategiespiel-Fan dran gewöhnt irgendwie, oder? Da mag man das ja ein bisschen karger. Ja, und du als jemand, der den Vorgänger gespielt hat, wahrscheinlich brauchst du das auch gar nicht, ne? Das ist ja relativ ähnlich alles. Klar. Also selbst wenn man den Vorgänger nicht gespielt hat, also Strategie-RPG ist halt Strategie-RPG. Das erfindet jetzt das Rad auch nicht unbedingt neu, das muss man auch zugeben. Also für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir hier sprechen, das Ganze läuft rundenbasiert ab. Die Kamera lässt sich nach wie vor nicht drehen, aber so bewegen und der Winkel lässt sich mit dem Mausrad ändern. Ja, und man sieht hier diese Hexfelder. Wenn ich X drücke, dann hat man hier so den Radius, wie man angreifen kann. Das ist vor allen Dingen bei Zauber- und bei Fernkämpfern sehr praktisch. Ich glaube, das ist auch neu im Vergleich zum Vorgänger. Und wir beenden diesen Zug, indem wir jetzt einfach mal diese Spinne da angreifen. Da kommt direkt die nächste. Ja, und natürlich die ganze Zeit hier noch ein bisschen Story dazu. Also haben wir ja bereits erwähnt, bei Daedalic ist Story immer ganz wichtig. Und da ist dieses Spiel hier keine Ausnahme. Genau, also zum einen gibt es halt dann in den Kämpfen die Gespräche von den Charakteren, also da lasst es auch immer mal einen Spruch zu hören und dann gibt es noch diese so eine Art Buchform, wie wir jetzt am Anfang ja auch schon kurz gesehen hatten, das zieht sich halt durchs ganze Spiel, wo dann die Story immer darüber mit dem Erzähler dann ein bisschen näher erläutert wird, gerade dann vor den Kämpfen, warum jetzt diese und jene Schlacht passiert und dann danach nochmal in diesem Stil wird quasi die Schlacht nochmal rekapituliert. Und der Verlauf ändert sich auch. Je nachdem, hatte ich ja auch schon erwähnt, wie man sich so entscheidet und wie man sich verhält. Wie ist das eigentlich? Hat dieses Spiel irgendwas noch mit dem schwarzen Auge zu tun? Oder hatte es mal mit dem schwarzen Auge zu tun? Ja, das ist immer noch das gleiche Regelwerk eigentlich. Also na, das Regelwerk wurde ja jetzt für Teil 2 ein bisschen vereinfacht. Ja. Hier ist jetzt übrigens das Ziel. Wenn man hier jetzt da bleibt, das sieht man, wenn man V drückt, wenn man hier in dem grünen Bereich bleibt, dann hat man das Ziel erreicht. Das ist immer sozusagen das Ziel eines Levels, da hinzukommen. Deswegen gehen wir da mal hin und drücken die Leertaste, um den Zug zu beenden und dann geht's weiter. Wir kriegen unsere Belohnung. Genau, das Loot darf ja nicht fehlen in einem Rollenspiel. Nee, das ist alles wirklich sehr, sehr typisch. Ein bisschen Story, die wir, da wir nicht spoilern wollen, direkt überspringen. Und wir sind hier in der Stadtansicht, was jetzt nicht wirklich eine Stadt ist, aber
Da kommt man ja noch Ja, man kann rum. das schon ganz gut eigentlich stellvertretend sehen für die restlichen Städte oder Orte, wenn man so möchte. Das sind nämlich auch alles mal so, wie man das früher von diesen ganz alten Computerrollenspielen kennt, wirklich dann nur so einzelne Bildschirme, da kann man nicht irgendwie groß rumrennen und eine Stadt erkunden oder so, sondern man ist dann wirklich auf diesen einen Bildschirm mehr oder weniger beschränkt und im Grunde sind es eher so hübschere Menüs, wenn man so möchte. Das wird sicherlich nicht jedem gefallen, aber gerade so wer die alten Rollenspiele kennt, der wird sich daran gewöhnen und glaube ich nicht so sehr daran stören. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass man die Ausrüstung nicht während der Kämpfe wechseln kann. Also wenn wir jetzt hier ins Labyrinth gehen, dann, was ich ja jetzt auch tue, dann sind wir so ausgerüstet, ohne den schäbigen Gürtel zum Beispiel, den wir gefunden haben. Hier kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Informationen zu der Initiativleiste. Das ist dieser grüne Balken hier, der entscheidet halt, wer als nächstes dran ist. Die Porträts, wenn jemand vergiftet ist und so weiter, kennt man auch. Und was ebenfalls neu ist, ist der Kampflog, Battlelog. Hier oben, da kann man halt ganz genau sehen, was in den Kämpfen so passiert. Das heißt also, gerade im Vergleich zum ersten Teil ist das Kampfsystem noch mal ein wenig transparenter geworden. Ja, wenn ich V drücke, kann ich hier jetzt sehen, was alles interaktiv ist. Da hinten sehen wir schon das Ziel. Und zunächst einmal zertrümmern wir diese Kiste. Die Spielzeit hat sich etwas verringert im Vergleich zum ersten Teil. Sollte so um die 20 Stunden dauern. Ist auf jeden Fall noch lang genug, denke ich. Ja, aber der Vorgänger war, glaube ich, doppelt so lang. Das kann ich jetzt gar nicht mehr Kleines. sicher sagen, wie lang der wirklich war. Wobei das ja eh immer Das ist. variiert von Spieler zu Spieler und ob man jetzt Ja. wirklich alles macht und wie genau man das mit den Kämpfen nimmt und so weiter. Es ist ja vor allen Dingen auch ein sehr schwieriges Spiel. Dementsprechend wird man da auch wahrscheinlich den einen oder anderen Neustart benötigen. Vor allen Dingen, da in den Leveln immer wieder Dinge passieren, die man vorher so nicht wissen kann. Und dann hat man eventuell die falsche Ausrüstung dabei und muss neu starten. Ein bisschen Try and Error ist es auf jeden Fall. Aber es fängt halt erstmal ganz einfach an. Ein paar einfachen Spinnen. Und im Großen und Ganzen können wir diesen Titel empfehlen? Oder wem können wir diesen Titel empfehlen? Na, allen DSA-Fans auf jeden Fall, weil die Atmosphäre schon das ganz gut einfängt, denke ich. Also gerade wer die anderen DSA-Spiele von Daedalic gespielt hat, der wird schon wissen, was ihn da erwartet. Ja, ansonsten, wer halt Rundenstrategie mag mit Rollenspiel, der ist damit eigentlich ganz gut beraten, meiner Meinung nach. Weil, also A, gibt es ja in dem Genre meistens eh nicht so viele High-Profile-Titel, also die auch wirklich ein bisschen höheres Budget haben. Gibt zwar viele Indie-Titel aus dem Bereich, aber das ist schon definitiv einer der hochwertigeren aus dem Genre, denke ich. Ja, mir fällt da eigentlich auch eh jetzt gerade nur so XCOM ein. Hier sehen wir wieder diese schöne Inszenierung der Story. Die fangen gleich an zu reden und man sieht hier unten so den Schatten. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, ansonsten, was haben wir noch hier? Haben wir halt dann die Quests, abgeschlossene Questorte, wie man es aus Rollenspielen kennt, ne? Genau, und die Orte Im Sa besucht man dann halt eben über die Oberweltkarte quasi. Wobei man da eben nicht wie in japanischen Rollenspielen zum Beispiel dann wirklich frei umherlaufen kann, sondern eigentlich auch bloß per Mausklick dann von einem Ort zum anderen reist. Also das ist eigentlich auch wieder nur so ein hübscheres Menü. Ja, also das ganze Spiel findet schon in den Menüs oder auf diesen Genau, Hexfeldern hier entweder man ist statt. halt in der Schlacht oder man ist halt in diesen 3D-Menüs, wenn man so möchte. 30 Stück oder so müsste es geben, wenn mich nicht alles täuscht. So, unser Charakterbogen, da können wir auch noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Dolche, Bögen. Wie gesagt, ich meine, dass das Regelwerk gegenüber DSA ein bisschen vereinfacht wurde und auch noch ein bisschen transparenter gemacht wurde. Zauber, Spezialmanöver. Ja, und nur um das nochmal klarzustellen, es gibt natürlich noch mehr Charaktere. Also man hat dann später auch eine richtige Truppe, da bekommt man dann noch so einen bierbäuchigen Zwerg. Dann gibt es noch so einen Zauberer, der hieß, der hatte so einen ganz komischen Namen. Auf jeden Fall war der zum Beispiel früher mal so eine Art Sklave, so eine Art Haussklave und deswegen, der ist ein bisschen versnobbt, dann entstehen halt so Daedalic-typische und humoristische, humorvolle Dialoge. Kann man das nochmal genau sehen, was wir gemacht haben? Und ja, jetzt hören wir das ja. Man kann die Leute selbst nicht sehen, sondern nur halt so ihre Umrisse. Und wir erfahren halt jetzt mehr über diese ganze Welt.
Wir heilen uns noch eben schnell, zack. Mal gucken, ob wir die Kiste jetzt zertrümmern können. Können wir. Runde beenden. Wir haben auch dieses Ringmenü hier. Damit kann man also direkt die Sachen auswählen und man hat insgesamt dann auch drei Waffensets zur Verfügung, weil natürlich bestimmte Gegner für bestimmte Waffen dann anfälliger werden. Also schon ein recht komplexer Titel, aber in dem Rahmen, wie man sich das für so einen Titel halt denken kann. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich im Grunde genommen alles so erzählt, was man zu diesem Titel jetzt so für den Einstieg wissen müsste. Ne? Mehr dazu kann man dann ja in deinem Review auf gorgel.com lesen, genau. Nehme ich mal an. Und ja, damit bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.